Telefonotapete, Sahara, das wäre was. Ja, hallo, wieder beim Aquapuristenkanal mit Benny und Stefan. Ihr wisst ja, der Esel nennt Simon zuerst, ne? Und heute haben wir uns aus aktuellem gegebenen Anlass über Aquarienrückbrände unterhalten. Stefan hat gerade erzählt, er war auf Hausbesuch, kann man sagen. Er hat eine klassische Rückwand erblickt. Wie sah das denn da so aus? Ja, schön eigentlich, ne? Also schöne Pflanzen auf der Tapete. Die Tapete klebte teilweise halt durch die Feuchtigkeit hinterm Becken irgendwie auch so ein bisschen am Glas an. War an der Stelle so ein bisschen heller und an den anderen Stellen halt ein bisschen dunkler. Und ja, eigentlich bräuchte man gar keine Pflanzen mehr ins Becken packen. Ja, das sah schon gut gepflanzt aus. Nur ohne 3D-Struktur. Genau, das war halt nur 2D, genau. Also ihr merkt, wir reden heute über Hintergründe. Ja. Man kann es natürlich so machen, also Fototapete kann man auch noch, denke ich, in jedem herkömmlichen Aquarienladen kaufen oder sich selbst ausdrucken oder was auch immer. Genau, ist noch nicht aus der Mode. Gibt es auch die verrücktesten Motive, also wie gesagt, Sahara, wer es mal ausprobieren will. Ich meine, da gibt es ja auch Standardblau oder Standardschwarz, damit man auch das, was man reinpflanzt an Pflanzen oder Tieren, vielleicht ganz gut sieht. Ja. Gerade dunkle, also schwarz, grau, braun, habe ich immer die Erfahrung gemacht, dass ich, wenn man Fische drin hat, dass sie sich dann ein bisschen wohler fühlen. Auch der Boden, wenn man jetzt keinen Bodengrund drin hat, dass man jetzt nicht irgendwie auf weißem Styropor steht, dann werden die doch relativ hektisch. Oder dann Spiegelungen in der Glasscheibe, das ist ja auch häufig relativ blöd. Mhm. Habe ich die Erfahrung gemacht, manche streichen auch einfach die Rückwand dann in so Zuchtbecken oder so. Mhm. Aber das bringt auf jeden Fall schon mal ein bisschen Ruhe rein, wenn man ja, die Wände oder die Teile des Aquariums, wo man jetzt nicht jeden Tag durchgucken will, entsprechend abdeckt. Ja. Genau. Und dann gibt es ja noch andere Möglichkeiten, wie jetzt 3D-Strukturen. Also man kann ja diese, keine Ahnung, Harzrückwände kaufen oder sich selber bauen. Irgendwie, keine Ahnung. Oder bauen lassen. Oder bauen lassen, genau. Gibt es ja auch bei uns in der Nähe einen, der das auch schon selbstständig macht. Okay. Ja, der nach Maß, man sagt immer ein Maß. Ja. Man kann das dann danach strukturieren. Kannst du sagen, was du dir vorstellst, nach welchem Stil das aussehen soll. Holz, Stein, ja. Okay, also dann wahrscheinlich auch irgendwie laminiertes Styropor. Ich weiß gar nicht genau, wie er das macht. Also der soll wohl ziemlich gut daran sein. Müssen wir mal hingehen und ein Video drüber aufnehmen. Ja, genau. Nee, da kann man auf jeden Fall viel machen. Also ich habe das auch schon mal ausprobiert. Man kann, wie gesagt, auch so Styropor-Rückwände bauen. Genau, mit Kunstharz bestreichen. Genau, das ist dann relativ aufwendig. Aber man kann auch für Faule halt einfach Sachen zusammenkleben. So Steine, Schiefer, was auch immer. Hm. Das geht ja auch relativ entspannt. Das kann man auch gut machen. Ich habe zum Beispiel in einem Becken diese schwarzen Filtermatten einfach an die Rückwand geklebt, mhm, und dann halt so leicht eingeritzt, da kann man dann alles mögliche reinstecken. An ja, Moos, eine Moosrückwand zum Beispiel. Ne? Oder diese Fahne, mhm, all sowas kann man gut machen. Genau, das ist gerade für Garnelenbecken auch gut geeignet. Ja. Ich hatte das auch mal mit den Perlhuhn-Werblingen zusammen, Garnelen und Perlhuhn-Werblinge, auch mit so einer, wie du es gerade beschrieben hast, mit der Filterrückwand und dann halt Moos reingesteckt. Das war schön dicht mit Moos bewachsen. Ja. Die Perlhuhn-Werblinge haben da sogar Nachwuchs gehabt. Also der Nachwuchs ist da in dieser Rückwand quasi gut aufgewachsen, wurde nicht gefressen. Mhm. Und die Garnelen sind dann natürlich auch ständig unterwegs. Das ist auch eine super Sache und sieht auch cool aus. Ja, da gibt es ja auch viele coole Fotos eigentlich von diesen Hamburger Mattenfiltern. Also dass man quasi einen Teil mit Matte hat und dahinter ist der Filter der Wasserentwicklung. Mhm. Und die kann man ja auch richtig schön bepflanzen. Das sieht dann, mhm, ja genauso aus, dass man halt teilweise die Wände eben abgedeckt hat. Ja, ja, ansonsten, warum habe ich überhaupt so eine Rückwand, wenn es jetzt nicht gerade Versteck ist? Das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn man es im Becken hat, dass man so 3D-Strukturen hat und Verstecke irgendwie einbauen kann. Mhm. Warum macht man das sonst? Ja, zur Ziele. Also es ist einfach nur Geschmackssache. Ja, Geschmackssache würde ich sagen, ja, genau. Dafür ist es dann eigentlich hauptsächlich, ja. Ich meine, jetzt diese Fotorückwände, ich meine, das ist natürlich auch Geschmackssache, die Anfänger machen es dann halt häufig, ne? Ja. Weil es halt so ein bisschen mehr, ja, weil man dann halt zumindest nicht die Tapete dann hinten durchsieht, ne? Ja, kommt drauf an, also was man jetzt, also manchmal finde ich die Tapeten schöner als die Pflanzenrückwand, die man dann, die Tapete, die man da reinklebt, aber gut, das muss jeder selbst für sich entscheiden. Ja. Ich würde es dann halt eher eintönig aufnehmen, ne? Würde ich sagen, sowas schwarz, Anthrazit. Dunkelblau, blau, irgendwie sowas gibt es ja da auch, halt, ne, das kann man gut machen. Ja. Aber ansonsten, genau, am besten ist irgendwie das Becken einfach gut gestalten, gut bepflanzen und dann vielleicht so ein paar Steine in den Hintergrund packen, Holz.
und damit kann man auch schon was richtig Schönes gestalten, da muss man jetzt auch keine Tapete hinten rein. Wenn man jetzt ein relativ tiefes Becken hat oder ein größeres Becken und das schön strukturiert und vollstopft mit Pflanzen oder Dekorationsmaterialien, dann brauche ich ja unter Umständen auch gar keine Rückwand. Also klar, wie gesagt, die Fische können sich dann unter Umständen wohler fühlen, wenn man das eben abdeckt, aber für einen selbst optisch kann es dann, wenn es wirklich gut gepflanzt ist, dann fällt es eigentlich nicht mehr auf. Ja. Ich meine, du hast ja hier auch einige Becken, die sind einfach nur grün. Man guckt rein und denkt sich, oh ja, schöner Dschungel. Da ist eine Rückwand also vollkommen überflüssig. Ja, genau. Und wenn dann, wie gesagt, eintönig, schwarz oder Anthrazit-Hintergrund, einfach irgendwie was dran kleben oder hinterstellen, passend zuschneiden für, das ist eigentlich relativ einfach gemacht. Ja. Jo, das war jetzt so mehr oder weniger spontan. Wenn ihr sagt, also die DDR-Blümchen-Tapete, das ist das Allerbeste, dann dürft ihr dieses Video gerne disliken. Ansonsten freuen wir uns natürlich über jeden Kommentar. Wenn ihr irgendwie sagt, ich habe noch eine super Idee, was ja, wir jetzt nicht genannt haben oder vielleicht gar nicht kennen, wenn ihr sagt, ja, das müsst ihr euch unbedingt nochmal anschauen, machen wir es natürlich gerne. Ja. Und jo, in dem Sinne, viel Spaß, bleibt dabei, Klebt schön eure Aquarien zu mit Fototapete. Ja. Bis dann. Ciao. Ciao. Tapete gesehen, so ein Korallenriff. Das passt doch eigentlich super zu Garnelen, oder? Man muss ja entsetzt gucken, oder? Oder keine Ahnung, was eine bessere Idee. DDR-Blümchen. Ja, Sahara, genau, da wäre ich noch nicht drauf gekommen. Sahara als Hintergrund beim Aquarium. Ja, aber das passt doch.